Ah, yes, da! Willkommen zurück bei Resident Evil 4, dem DLC Separate Ways. Moin! So, es geht weiter mit Ada! Ada, Ada, why don't you come over? So, wir sind im Dorf wieder angelangt, nachdem wir das letzte Mal hier kurz einen Stop gemacht haben beim Händler. Ich habe jetzt auch mal den Crossbow ins Inventar gelegt, aber auf dem Schnellzugriff habe ich ihn noch nicht. Wir switchen mal auf die 5. Und Grenades. Habe ich aktuell gar keine, aber die Flashbang ist aber auch schon auf der 7. Macht aber mehr Sinn auf der 6 wegen der Zahlenreihenfolge. Gut. Dann gucke ich mal gerade, kann ich mir... Ich habe mir übrigens das Rezept gekauft. So wie ich es gedacht habe, war es beim Händler verfügbar. Für die Sprengpfeile. Man kann einherstellen mit einem Messer jeweils. Oder man hat 10 Schießpulver und ein blaues. Dann kann man sich noch weitere herstellen. Aber aktuell fehlen mir leider die Materialien dafür. Naja. Ich hatte zwar im Dorf hier schon alles untersucht, aber... Okay. Der Topf ist ein ganz schnellen. Oh, das noch. Hm? Ich habe gedacht, ich kann ihn backstabben. Matado. Kommt da noch jemand? Nee. Da oben ist jemand. Nö, Munition, näher. Und da. Das noch. Wird dann so. Schießen wir sie halt in 2. Sass. Doch mehr Gegner als ich gedacht habe. Das war's auch leider mit den Flashbangs. Das war eine Finte. Eindeutig. Machen wir gerade den Ingame-Sound ein bisschen höher. Der Standort, weil ich gedacht habe, ich könnte ihn stabben. Aber nein, in dem Moment hat er sich verwandelt, der Bastard. Ja, es ist vollkommen in Ordnung, Videospielgegner Bastarde zu nennen. Noch was hier? Ja, hatte ich ja alles gelootet. Goldenes Hühnerei! Nice! Lag das mal einfach auf dem Bett rum. Gibt's im Dorf noch Schätze, was ich vergessen hätte? Ne, wenn ich aus dem Dorf rausgehe, finde ich noch einen. Ja, den einen, wie gesagt, kann ich mir jetzt in die Haare schmieren. Den hier. Naja, bei der Kirche war nichts weiter. Hier im Steil, an der Steilwand ist auch nichts. Und bei den anderen Sachen komme ich noch wieder vorbei. Also von daher ist nichts verloren. Hier seht ihr auch noch da Lina und Peseten und ein gelbes Kraut. Das war, glaube ich, die Route, wo ich geflüchtet bin, ne? Ich konnte da echt nicht auf alles achten, weil... Wäre ich tot. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich hatte schon alles abgegrast. Gehen wir nicht unten lang. Ich bin so ein bisschen unsicher, ob da nicht noch einer von den Ganados ist. Genau, der Turm ist ja umgefallen, deswegen ist der Weg blockiert. Deswegen... Oh. Hier ist er. Sag ich doch. Na komm, zuff sie. Dieser Move, dass sie quasi sich an den Gegner so ranzieht,
Na, was ist? Ich hab gedacht, ich kann blocken. Kann ich nicht. Natürlich kommt auch noch was raus. Nicht schon wieder. Genau. Nicht schon wieder. Kacke hier. Muss ich da nicht im richtigen Moment F drücken oder irgendwas? Oder zuschlagen? Ich hab jetzt wieder die Steuerung gelernt. Weil ich mich in der ersten Folge auch vor allem gesagt habe, ey, der kann sich nicht ducken. Natürlich kann sie sich ducken, klar, sie kann ja alles, was Leon kann. Aber das ist irgendwie. Ich krieg das mit dem Messer, mit dem Messer nicht mehr hin. Muss ich nochmal ein bisschen üben. Sonst bin ich schneller tot, als ich gucken kann, beziehungsweise hab dann keine Heilung mehr. So, gegenüber müsste noch der Schatz sein. Ja. Oder ist es hier in dem Haus gewesen? Ne, es ist gegenüber, okay. Dann habe ich ihn übersehen. Da. Antike Pfeife. Pfeife. Aber glaube ich Leertaste drücken und dann E, oder? Aktion. Da war ich in der Schreibmaschine, aber die ist jetzt unzugänglich. Da kommt Bär. Nein, schnell, finde ich sie. Jawohl. Erstmal nachladen, die Zeit muss sein. Okay, gibt es drei Schätze. Einer ist da hinten, einer ist um die Ecke und einer ist weiter oben. So, dann hole ich mir erstmal den Schatz hier hinten. Der müsste dann eigentlich da bei dem Rad sein, ja. Für welche? Da jemanden. Ist er. Da ist er. Aber hier links höre ich auch noch jemanden. Ich ein Messer. Da oben. Komm da runter. Er ist tot. Bevor mein gutes Messer kaputt geht, nehme ich doch mal das Küchenmesser. Wobei ich könnte das auch benutzen, um mir Sprengpfeile herzustellen. Und ich glaube, das mache ich sogar. Weil ich habe jetzt auch noch Spreng-Dingsi. Na, sag schon. Spreng-Dingsi. Natürlich. Schießpulver. So. Ich glaube, ich will mir das Schießpulver eher aufheben für andere Munition. Wobei ich habe nicht mehr viel und mein Messer übrig, und dann ist Kontern halt nicht drin. Deswegen würde ich fast sogar sagen, ich nehme eher the hard way. Bewahre mir das Messer noch auf. MP-Munition, ja, habe ich noch besiegt. So. Weil dann nehme ich das Messer eher. Statt das Gute. Hat zwar nicht mehr viel, aber im Worst Case habe ich das dann halt noch übrig. Dann nutze ich eher das schlechtere Messer, als statt mein gutes Messer. So. Perlenkette.
noch ein grünes Kraut. Machen wir ein doppelgrünes. So, der andere Schatz war in der Ecke. Okay. Oh, ich habe wieder Handgranaten. Dann kann ich sie mal auf den Quickslot legen. 6, die 7. Nicht hier sein. Ah, hier. Ein gelber Diamant. So wie es aussieht, ist dieser Raum nicht zugänglich für mich. Ja. Das heißt aber natürlich, dass da auch nichts drin ist. Aber da hoch komme ich, indem ich hier reingehe und wahrscheinlich rechts jetzt. Hier links noch was? Nee. Guck mal, da warten sie schon alle. Das ist die Belagerungssequenz. Wie ich diesen Raum hasse einfach. Wie ich diese Szene hasse. Wenn die Gegner da kommen und einfach es nicht enden will. Okay, da ist noch ein rotes Kraut, habe ich nicht gesehen. Jetzt. In die Leiter. Sehe ich eine Leiter nach oben? Ist doof. Komme ich denn da hin? Kann ich mich hochseilen? War doch auf dem Dach. Muss doch da irgendwie hochkommen. Wie soll denn das gehen? Wo ist denn das rote Kraut? Na, hier gleich links. Und ein Küchenmesser. Wow, beachtliche Fanbase, Luis. Ich check grad nicht, wie ich da hochkomme. Von hier aus scheint das irgendwie nicht zu gehen, oder bin ich blind? Doch hier noch ein Schatz. Oh, ach nee, die Kiste hier. Ah, oh, ich bin dumm. Und blind. Habe ich eigentlich noch Schätze, die ich kombinieren kann? Aktuell nicht, nein. Okay. Kann ich mir noch was an Munition herstellen? MP-Munition wäre halt drin, aber der Rest leider nicht. Na gut. Ich glaube, das war's hier auch. Ja, haben wir alles mitgenommen, was geht. Ah, hier habe ich eine Blankgranate vergessen. Na, ist egal. Das ist nicht schlimm. Wir sind ja gleich am Ziel. Gigante, auch das noch. Weil der Kampf gegen ihn wird wahrscheinlich anders aussehen. Jetzt gegen Leon. Oh shit. Hat er die Gegner gerade platt gemacht oder schützt er sich?
Er hat sein Ding draußen. Perfekt. Das war knapp. Das Haus ist short. Ich finde den Kampf gegen den El Gigante mit Ada irgendwie wesentlich cooler als mit Leon, muss ich sagen, da man die Häuser halt nutzen kann, um rauf zu kommen und kann ihn dann ein bisschen aus der Entfernung juggeln. So, jetzt nehmen wir mal das hier. Achso, ein Schuss. Oh nö. Ups. Das war nicht gut. Na, ich weiß halt nicht, ob ich das goldene Hühnerei noch brauche. Jetzt muss ich mir leider eine Heilung reinbrezeln. Geht nicht anders. Weil der nächste Schlag wird mich töten. Jetzt sehe ich seinen komischen Auswuchs nicht. Ja, ich kann ihn. Ich kriege ihn nicht richtig. Oh, es ist soweit. Ich kann die messern. Geil. Richtige Spider-Man-Moves. Mist daneben. Ada, Gott, bin durch ihn durchgeklippt. Schafft. Sag gute Nacht. Wiedersehen. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut, ich hol ihn, was sagst du?
es gibt noch was anderes, das ich holen muss. So, das Kapitel hätten wir auch beendet. Die Aufbewahrung müssen wir nichts senden. Das passt eigentlich alles soweit. Dann speichern wir erstmal. Wir sind jetzt schon in Kapitel 4. Machen wir mal weiter. Ausgemacht, Luis. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Wow. Hör zu. Jemand braucht meine Hilfe. Du kennst mich. Ich bin der gute Samariter. Wer ist das? Leon? Ja, genau. Leon und die junge Frau. Sie sind infiziert. Es gibt Medizin, die die Infektion eindämmt. Und... ich weiß, sie wirkt. Ich habe sie getestet. Deshalb... und das interessiert mich, weil? Weil du selbst infiziert bist. Ich habe hier nicht zum Spaß geforscht, Ada. Ich erkenne die Symptome, wenn ich sie sehe. Du müsstest sie eigentlich bereits spüren. Die Medizin unterdrückt sie vorübergehend. Hey... glaub mir, du hast viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Okay, aber das ist das letzte Mal. Danach holen wir den Bernstein. Du bist es doch ein Good Guy, will er nur helfen. Aber ja, sie ist auch infiziert. Oder? Von U3. Seid ihr noch da? Ich wollte rein. Ashley bestand auf dem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. War die Nachricht, als wir in die Burg kamen. Wollen wir? Hey. Habe ich Kontrolle? Jetzt will ich gerade noch mal gucken. Was brauche ich denn noch? Gewehrmunition ist vielleicht nicht so die dümmste Idee. Andererseits denke ich mir, aktuell brauche ich es nicht. Ich weiß gerade nicht, was jetzt noch kommt. Daher bin ich lieber prepared. Ich habe nicht mehr so viel. Den Entwicklungshammer holen. So, Schätze gibt es. Weiter unten. G und G. Bellies. Ups. Moment, ich will nochmal kurz auf die Karte gucken. Okay, jetzt sind wir auf erstmal raus. Jetzt haben wir hier die Burg. Jede Menge Schätze. Gut für uns. Gut für den Händler vor allem. Ja, die Burg ist ja auch so der größte Abschnitt im Spiel, glaube ich. Die Insel ist jetzt nicht so groß, die ist eigentlich relativ überschaubar von der Länge. Weil... das ist ja auch der letzte Abschnitt des Spiels. Ja, aber die Burg ist halt echt... da kann man viel Zeit mit verbringen. Das ist ein geheimes Labor. Da sind meine Sachen.
Wo ist denn... Draußen müsste der Schatz sein, ne? Und die Medizin, hoffentlich. Oder hier. Nee, hier nicht. Nee, müsste draußen sein. Was wäre ich nur ohne dich, Ada? Was wäre Ada nur ohne ihren Greifhaken? Eine Hand wäscht die andere, wa? Muss es erstmal irgendwie schaffen, nach draußen zu kommen und dann kann ich mir den Schatz holen. Oder, warte mal. Muss ich den von hier aus abschießen? Aber hier war kein Fenster oder irgendwas. Nee. Ja, der muss irgendwie draußen sein. Kann zwar zielen, aber ich sehe nichts. Oh. Ah, hier ist er. Auch das noch. Ist da. Danke. Okay, die werde ich los. Gut. Noch was hier? Nein. Es geht ja immer weiter runter. Aus geht's hier auf keinen Fall. Also irgendwie komme ich erstmal nicht an den Schatz. Hinterhergehen. Hat der Lebensanzeige? Luis, komm zurück! Nicht den Rauch einatmen! Ja, was mit dir, Ada? Du atmest ihn doch auch ein. Dir das so wichtig? Ich habe einiges wieder gut zu machen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Das war's. Es gibt keine Rettung mehr. Reiß dich zusammen, Luis. Stell sie her. Du kennst doch die Formel. Vielleicht hast du recht. Alles, was ich dazu brauche, gibt es hier. Ich verspreche dir, danach kriegst du den Stein. Na gut, dann los. Lass uns zurück nach oben. Dann sehen wir weiter. Okay. Ach, Luis. Ich bin weiter unten jetzt, ja. Hat er nicht die Kiste zum Zertrümmern? Ah, hier.
Ach ja. Hier lang. Ja, gemacht, gemacht, Louis. Komm ja schon. Hey, für wen arbeitest du eigentlich? Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Wenn du meinst, ist mir Albert Wesker. Egal, solange du mich hier rausholst. Ja, der muss versuchen, dass er am Leben bleibt, sonst bekommt sie halt einen Scheiß. Warte mal. War das der Schatz? Ja. Ist er. Denn da dran. Hier. Aha. Goldplättchen L. Sehr gut. Dann hätten wir das. Runterspringen. Warte, ich hab den Schlüssel. Hä? Wo ist der hin? Louis. Shit. Ich glaube, ich hab ihn verloren. Das ist halt auch eine Referenz ans Originalspiel. I must drop that when I was running away from them. So geht's auch. Okay. Es wird nicht perfekt sein, aber besser als nichts. Hör zu. Das hier brauche ich. Wenn es gut läuft, kann ich so neue Medizin herstellen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Besorg du das, ich hol den Bernstein. Wünsch mir Glück. Rote Tinte, goldene Flasche, blauer Schmetterling. Alle drei liefern jeweils einen Rohstoff, der für die Synthese der Entwicklungshämmer benötigt wird. Die Tinte, ein Mineral, der Wein, eine Hefe, die Schuppen an den Flügeln des Schmetterlings, eine chemische Substanz. Ich muss sie nur extrahieren und mit den Chemikalien, die ich bei mir habe, mischen. Das war's. Wir sehen uns später. Alles klar, Louis. Viel Erfolg. Danke. Dir auch. Ah, ich liebe Resident Evil, das ist so großartig. Gut. Jetzt sind wir wieder im Raum, wo wir gestartet sind. Gehen erstmal raus. Zack. Gut, ich glaube, erstmal soweit habe ich alles eingesammelt. Der nächste Bereich, da befindet sich ein Schatz. Aber den besuchen. Den holen wir uns ein anderes Mal. So, ich meine auch weg. Denn wir sind jetzt hier erstmal am Ende der Folge angelangt. 34 Minuten, gleich 35 haben wir auf der Uhr. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von The Resident Evil 4 Separate Ways. Das nächste Mal geht's weiter mit mir und Ada hier auf dem Burg. Und dann machen wir uns auf die Suche nach den Ingredienzien, die Louis braucht, um einen Entwicklungshemmer herzustellen, der das Leiden von Ada reduziert, beziehungsweise von Leon und Ashley. Also, macht das gut, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 4 Separate Ways.